kleine Freunde. Euer Gesang ist ja so wunderschön. Oh ja, heute ist wirklich ein prächtiger Tag und es lohnt sich, über ihn zu singen. Musik klingt in den Bäumen und auch laut durchs grüne Tal. Ein jeder ist von ihrem Klang verzückt. Musik erklingt am Flüsschen und auch in dem grünen Gras. Jedes Ponyherz fühlt sich durch sie beglückt. Auftreten. Nun, wisst ihr, ich... Das müssen wir sofort korrigieren. Du musst deine Stimme bei diesem Event hören lassen. Ja, das wird ganz wunderbar. Du auf der Bühne, mitten im Scheinwerferlicht. Alle Augen auf dich gerichtet. Der große Star. Und alle Ponys starren dich an. Bewerten dich, sind neidisch und denken, dass sie viel besser sind als du. Warum singen sie nicht? Warum singen sie nicht? Und dann, wenn du dich versingst, werden sie binnen Sekunden zu einem wütenden Mob und du wirst dich schrecklich blamieren. Und du kannst dein Gesicht nie wieder ein Ponywild zeigen. Pinkie Pie. Nun sei nicht so albern. Aber das kann ich doch am besten. Komm, Fluttershy. Du gehörst ab jetzt zum Ponytones Quartett. Nein, zum Ponytones Quintett. Nein. Was? Wie bitte? Ich liebe die Ponytones. Ich bin einer ihrer größten Fans. Aber ich möchte nicht mit ihnen auftreten. Wieso nicht, Fluttershy? Nun ja, wisst ihr, ich habe... Spuck es aus! Ich habe Lampenfieber. Ist das ansteckend? Lampenfieber ist keine Krankheit, Pinky. Es bedeutet, dass Fluttershy zu viel Angst hat, vor den Ponys aufzutreten. Ich bin sehr dankbar, dass die Ponytones bei der Benefizgala auftreten. Und ich freue mich auch schon sehr auf ihren Auftritt. Aber ich sehe ihn mir lieber aus sicherer Entfernung an. Oh, nun, ich finde, das ist eine Verschwendung herausragenden Talents. Aber ich kann verstehen, wenn du dich unwohl fühlst. Dankeschön. Oh, Angel hat recht. Wir müssen langsam los. Wir haben noch viel zu tun, bevor das Event stattfindet. Okay, Ponytones, lasst uns den Song noch mal proben. Bom 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 bada bada dam bam bam bada ha bom 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 bada bada dam bam bam bada ha. Jedes Pony findet's richtig, wenn man die Stimme übt. Reicht die Sprache allein nicht aus, gibt's noch was, das ist überall beliebt. Dazu brauchst du die Musik, du trägst die Musik in dir. Brauchst du die Musik, du trägst die Musik in dir. Rarity, du warst fantastisch! Vielen Dank, Spike. Aber wir sind ein Ensemble. Ja, ihr anderen wart auch ziemlich gut. Oh, ich fand euch alle.
alle wunderbar, Ponytones. Danke, Fluttershy. Also, Ponytones, schon am besten für den Rest des Tages eure Stimmen. Wir gehen morgen alles nochmal durch vor dem Event. In Ordnung? Yep. Klingt gut. Oh, Rarity, die Ponytones machen unsere Ponyville-Tierheim-Benefizgala zu etwas ganz Besonderem. Ich bin euch so dankbar, dass ihr mir helft, den Tieren zu helfen. Oh ja, es ist wunderbar, wenn Pläne funktionieren und ganz ohne Drama, nicht wahr? Morgen, Fluttershy. Guten Morgen, Ponytones. Eigentlich sind wir die Ponytones minus einen Ton. Big Mac ist leider ziemlich spät dran. Da bist du ja. Wir haben schon über Pünktlichkeit gesprochen. Ach, ich will überhaupt nichts hören. Big Mac, könntest du bitte mit dem Song anfangen? Big Mac, hast du deine Stimme verloren? Yep. Wie in aller Welt hast du das denn angestellt? Tja, nun. Hallöchen, liebe Ponys, und willkommen zu unserem 12. Ponyville-Truthahn-Kollern. Wer wird in diesem Jahr den Titel holen? Vielleicht sogar ein neues Pony? Oder wird unser 6-facher Truthahn-Kollern-Champion seinen Titel verteidigen und zum 7. Mal siegen? Wir werden es rausfinden, wenn du endlich deine Klappe hältst und es jetzt mal losgehen kann. Okay, liebe Ponys, zeigt uns euren Truthahn. Big Mac, du bist dran. Ein Truthahn-Koller? Du hast deine Stimme während eines Truthahn-Kollerns verloren? Nicht nur seine Stimme, auch sein Titel. So können wir heute Abend nicht auftreten. Moment, was? Nein! Ihr müsst auftreten, ansonsten wird die Benefizgala eine Katastrophe. Tja, wir können wohl kaum mit nur 3 Stimmen auftreten. Wieso nicht? Dazu müssten wir alle Songs neu arrangieren und dafür haben wir keine Zeit. Es tut mir leid, Fluttershy, aber ich habe kein Allheilmittel für diese Situation. Natürlich, ein Heilmittel. Kommt mit! Ich kann die Krankheit dieses Ponys heilen. Doch muss er dazu hier verweilen. Wie bitte? Ein Trunk zur Heilung ist ganz schnell gemacht. Doch wirkt er erst nach einer Nacht. Oh nein! Wo finden wir denn jetzt eine so dunkle Stimme wie die von Big Mac? Entschuldige mal, Zecora, aber das ist wirklich kein Grund zum Lachen. Wir brauchen eine Bassstimme, damit die Harmonien stimmen. Ohne Bassstimme geht der Auftritt völlig daneben. Bitte verzeih mein erheitertes Lachen. Ich wollte ganz sicher kein weiteres Unglück entfachen. Ach, sondern? Es ist schon lange her, da seid ihr in vergiftete Blumen gesprungen. Daraufhin änderte sich Fluttershys Stimme und hat plötzlich ganz tief geklungen. Ich möchte jetzt nicht darüber sprechen. Ja, ja! Deine Stimme wurde richtig tief und du klangst wie ein Flutterboy! Mischen kann ich euch ein Elixier, das genau das Gleiche bewirkt bei dir. Zecora, das ist fantastisch! Ja, ich tue es! Ich würde alles für meine Tiere tun! Oh, du würdest sogar mit uns auftreten? Oh, nur das nicht. Ich kann mich nicht einfach auf die Bühne stellen und vor allen anderen Ponys singen. Und was wäre, wenn du nicht vor allen Ponys singen müsstest? Hä? Was, wenn Big Mac auf der Bühne steht und seine Lippen bewegt, während du hinter dem Vorhang versteckt seine Stimme singst? Dann ist es, als singst du zu Hause und kein Pony weiß, dass du es bist. Nein, selbst dann glaube ich nicht, dass ich vor allen anderen Ponys... Du musst! Für deine Tiere! Oh. Okay, na dann. Trau den Trunk.
Genau so, wie wir es geprobt haben. Das ist ein wunderbarer Freund. Guten Abend, liebe Ponys von Ponyville. Ich möchte euch allen danken, dass ihr heute Abend gekommen seid, um das Ponyville-Tierheim zu unterstützen. Dank euch finden die Tiere ein liebevolles Zuhause und wir erreichen unser Benefizziel. Wo ist Fluttershy? Irgendwo versteckt. Wir wissen doch alle, wie sehr sie das Rampenlicht hasst. Also, ohne Umschweife, herzlich willkommen. Hier sind die Ponytones. Bom 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 bada bada dum bum bum bada ha bom bom bada bada dum bum bum bada ha bom bom bada bada dum bum bum bada ha. Die Sonne lacht, es ist warm und trocken. Heute ist ein besonderer Tag. Uns will heute der Sommer locken. Alles ist so, wie ich's gerne mag. Hör doch mal genauer hin, wie viele Rhythmen hier für dich erklangen. Plötzlich bist du mittendrin. Musik nimmt dich gefangen. Dazu brauchst du die Musik, du trägst die Musik in dir. Brauchst du die Musik, du trägst die Musik in dir. Oh, oh, oh. Jedes Pony findet's richtig, wenn man die Stimme übt. Reicht die Sprache allein nicht aus, gibt's noch was, das ist überall beliebt. Dazu brauchst du die Musik, du trägst die Musik in dir. Brauchst du Musik, du trägst die Musik in dir. Du brauchst nur Musik, trägst die Musik in dir. Und du hast besser gesungen als sonst, großer Bruder. Fluttershy, du warst auf der falschen Seite des Vorhangs. Du hast die ganze Show verpasst. Nun, so wie es bei Profis üblich ist, hat sie hinter der Bühne dafür gesorgt, dass alles reibungslos läuft. Und es war perfekt. Das war fantastisch, Ponytones. Mein neuer Welpe und ich fanden es super duper verrückt gut. Toll, danke schön. Wollt ihr nicht bei der Schönheitsfleckentaufe meiner Tochter Zipperwill auftreten? Wollt ihr? Natürlich wollen wir. Wann ist sie? Nächste Woche? Nächsten Monat? Nein, morgen! Ach du meine Güte, das tut mir leid. Das ist leider etwas zu kurzfristig. Oh nein! Tja, das kann ich verstehen. Oh, Rarity, wir können das kleine Fohlen doch nicht enttäuschen. Bist du sicher, dass du es schaffst? Dazu brauchst du die Musik, du trägst sie in dir. Brauchst du die Musik, du trägst sie in dir. Du brauchst nur Musik, trägst die Musik in dir. Wow, das waren die Ponytones, das waren die Ponytones. Unglaublich, Ponytones! Und es wäre noch unglaublicher, wenn ihr bei meiner Eröffnungszeremonie auftreten könntet. Die ist morgen. Oh, Frau Bürgermeisterin, wie gern wir das würden, aber... würden Sie uns kurz einen Moment entschuldigen? Aber natürlich! Keine Sorge, Fluttershy. Du musst nicht noch einmal singen. Aber wir wollen doch unsere Frau Bürgermeisterin nicht enttäuschen. Na dann. Schön. Die Ponytones freuen sich, bei der Zeremonie aufzutreten. Die Sonne lacht, es ist warm und trocken. Heute ist ein besonderer Tag. Uns will heute der Sommer locken. Alles ist so, wie ich's gerne mag. Besitzerinnen nicht enttäuschen. Hör doch mal genauer hin, wie viele Rhythmen hier für dich erklären.
plötzlich bist du mittendrin. Musik. Aber wir wollen doch die Schulfohle nicht enttäuschen. Du brauchst Musik. Du trägst in deinem Herzen, trägst du sie. Oh ja. Du trägst sie. Dazu brauchst du die Musik. Du brauchst nur Musik. Trägst die Musik in dir. Fluttershy, wir müssen mit dir reden. Big Mac, geht es wieder besser? Yep. Du kannst jetzt im Giftschleiche-Gegenmittel baden und deine liebliche Stimme wieder zurückhaben. Oh, wie traurig. Ich wusste gar nicht, dass die letzte Show auch meine letzte Show gewesen ist. Fluttershy, warte! Oh, wäre es in Ordnung, wenn Fluttershy noch einmal für dich singt? Yep. Den Zauber, oh yeah, für den Zauber der Musik, oh yeah, die Musik, yeah, yeah. Du trägst sie in dir, oh yeah, yeah. Du brauchst nur Musik, die du liebst, Musik, oh yeah. Fluttershy? Wir wollen sofort eine Erklärung. Vom Collern? Yep. Stimme im Eimer? Yep. Sekora-Trunk? Yep. Zu lang gedauert? Nö. Brauchte tiefe Stimme? Yep. Giftschleiche? Yep. Flutterboy? Yep. Besser? Yep. Fluttershy lebte ihren Traum hinter der Bühne, weil sie sich nicht getraut hat, sich ins Rampenlicht zu stellen? Yep. Oh, zum Heuballen! Los, kommt! Fluttershy? Bist du hier? Ja, ich bin da. Das war einfach völlig unglaublich. Ich meine, der Vorhang ging auf und da warst du und hast vor allen Ponys gesungen. Weißt du was? Ich glaube, es war niemand neidisch, denn es gab überhaupt keinen wütenden Mob. Es muss furchtbar gewesen sein, auf der Bühne zu stehen. Alle Augen genau auf dich gerichtet, so als wärst du in deinem ganz persönlichen Albtraum gefangen. Ja, so war es. Was? War's zu viel? Pinky wollte eigentlich sagen, dass du toll warst. Moment, habe ich das denn nicht gesagt? Wohl kaum. Ups. Ja, du warst toll! Du hast mich echt total umgehauen. Es war unglaublich. Obwohl, nicht bös gemeint, du dich genauso angehört hast wie ein Typ. ein toll klingender Typ. Nun, ich danke euch allen. Schön, dass es euch gefallen hat. Allerdings werde ich niemals mehr vor irgendeinem Pony singen. Hä? Oh, oh nein! Willst du mich veräppeln? Können wir bitte sofort stehen bleiben? Ich verstehe einfach nicht, warum, Fluttershy. Schließlich wolltest du doch unbedingt, dass die Ponytowns bei jeder albernen Feier auftreten, für die wir angefragt wurden. Heißt das, du wusstest, dass ich gern auftreten wollte? Natürlich, das wusste ich. Oh. Und trotz all ihres Geplappers hatte Pinky doch mit einer Sache recht. Nur mit einer? Als der Vorhang fiel und jedes Pony sehen konnte, wie du singst, musstest du dich deinem schlimmsten Albtraum stellen. Aber war es so schlimm? Ja. Na, aber was war denn so schlimm daran? Der donnernde Applaus? Dass alle deine Stimme gelobt haben? Die kreischenden Fans! Musik klingt in den Bäumen und auch laut durchs grüne Tal. Ein jeder ist von ihrem Klang verzückt. Musik erklingt am Flüsschen und auch in dem grünen Gras. Jedes Ponyherz fühlt sich durch sie beglückt. Du brauchst nur die Musik. Hör einfach tief in dich hinaus. Du
Musik, trägst die Musik in dir. Na, so schlimm war's doch gar nicht. Und du wirktest doch gar nicht starr vor Schreck, weil ich alle Zuschauer angestarrt habe. Und wie geht es dir jetzt? Überraschenderweise sehr gut. Fantastisch. Stell dir vor, die Ponytones wurden von der Apple-Familie für das Apple-Marmeladenfest engagiert. Oh nein, das werde ich niemals schaffen. Ist das jetzt dein Ernst? Vielleicht ja irgendwann. Und in Zukunft Schritt für Schritt, liebe Ponys, Schritt für Schritt. Manchmal hält die Angst einen davon ab, etwas zu tun, das man sehr gern macht. Doch wenn man sich hinter der Angst versteckt, versteckt man sein wahres Ich. Es ist besser, sich diesen Ängsten zu stellen. Dann kann man andere begeistern und das Beste aus sich selbst herausholen.